was bisher geschah. Auf der Flucht vor der imperialen Inquisition schließt sich der Jedi-Schüler Cal Kestis der ehemaligen Jedi-Ritterin Seer an. Get on board! Die bringt ihn auf den Planeten Bogano, wo Cal den kleinen Droiden BD-1 trifft, der ihm Botschaften des Jedi-Meisters Inno Cordova vorspielt. Well done, whoever you are. Cordova erteilt Cal den Auftrag, ein Jedi-Holocron, wie dieses hier zu finden, auf dem die Daten von potenziellen Jedi-Schülern gesammelt sind. Damit sollen Cal und Seer den zerschlagenen Jedi-Orden wieder aufbauen. This is Master Obi-Wan Kenobi. Die erste Station auf der Suche nach dem Holocron ist der Planet Zepho, auf dem auch schon imperiale Sturmtruppen nach Jedi-Artefakten suchen. Gerade als Cal und BD-1 in eine mysteriöse Gruft hinabfahren, klingelt es an meiner Tür. Und wer steht vor der Tür? Der UBS-Mann und bringt diese mysteriöse Kiste. Ihr wollt gar nicht wissen, wie ich das gerade mache. Die Jedi Fallen Order Collector's Edition, schätze ich mal. Ich weiß nicht, was da drin ist in diesem Ding. Wir packen das jetzt mal zusammen aus. Und weil EA das natürlich auch mit eingeplant hat, dass ich davon dann ein Video mache, schreibe ich jetzt hier mal lieber Werbung dran. Ihr wisst ja, wie es läuft. So, und das machen wir jetzt auf. Was haben wir denn da? Das Ganze schiebt sich also hier zur Seite auf und da kommt zum Vorschein eine Seagate Game Drive für die Xbox. Okay, ich habe keine Xbox, aber 2 Terabyte Festplatte, ist das was? Geht doch bestimmt auch für einen PC. Aber hier steht noch was bei und wer lesen kann, ist klar im Vorteil. To celebrate the launch of Star Wars Jedi Fallen Order, we're giving you a limited edition replica of... Gestes Lightsaber? Okay, also eine Replika des Lichtschwerts des Helden, the same one as in the game, das gleiche wie im Spiel. Ein Deluxe-Token für das Spiel für die Xbox One und eine Limited Edition 2 TB Seagate Festplatte. Das ist also die. We've also included another Deluxe Edition Game Token and 10 Xbox Game Pass Tokens to give away on your channel, become a Jedi! Also, das sind 10 Xbox Game Pässe, also unlimitierter Zugang zu über 100 High-Quality Console Games, steht da drauf. Also sowas wie Origin Access halt für alle Xbox-Spiele, wenn ich das richtig verstehe. 10 Stück davon habe ich, die verjubele ich unter den nächsten Let's Plays. Gleiches gilt für diese Deluxe Edition von Jedi Fallen Order für die Xbox. Und die, ja gut, die behalte ich, denn ich gehe mal davon aus, die geht auch für den PC, denn Festplatten brauche ich eigentlich immer für meine ganzen, das ganze Videomaterial, was ich unterwegs immer so aufnehme. So, und jetzt wird es, glaube ich, richtig spannend. Denn hier drunter versteckt sich jetzt das, wo ich ja richtig Bock drauf habe. Wenn das so wird, wie ich mir das vorstelle. Warning, this is not a toy. Natürlich nicht. Es ist ein Lichtschwert. Gar nicht so leicht auszupacken und gleichzeitig sich nicht selbst im Bild zu stehen. Da schaut euch das an. Das ist ja wirklich der. Das ist aber schön. Das ist aber schön. Hat natürlich niemand. Keiner von diesen ganzen Cosplayern hat das. Aber ich, es ist meins. Kommt da noch mit diesem schmucken Aufstellerchen. So, dass man es dann so richtig fein displayen kann. Es ist sehr schön. Vielen Dank an EA für dieses wundervolle Nerd-Paket. Das Lichtschwert werde ich natürlich da gleich mit ins Kino nehmen. Zusammen mit dieser Luke Skywalker-Gedächtnisjacke, wenn ich mir Episode 9 anschaue. Und die Codes, die verjubel ich im Laufe dieser Let's Play-Reihe. Beantwortet dann auch die Frage, ob ich weitermache mit Jedi Fallen Order. Dazu aber später mehr, wie ich das genau mache. Ihr müsst nur wissen, abonniert mich am besten. Denn wer zuerst kommt, kriegt auch zuerst so ein Game Pass. Ihr könnt mir natürlich auch gerne auf Twitch folgen, twitch.tv/Siegesmund, denn wenn ich da das nächste Mal Battlefield streame, werde ich auch noch ein paar Game Pässe raushauen. Aber jetzt hauen wir erstmal rein mit Jedi Fallen Order. Ja, ich stehe immer noch genauso da seit dem letzten Video. Ganz schön anstrengend. Geht ein bisschen in die Arme, aber das Armtraining hat doch keinem geschadet. Wir sind also wieder zurück in diesem Grab von irgendwas.
Und ich sehe schon kommen, ach, jetzt ergibt es Sinn, wenn man da was aufbiegen kann. Sobald wir also hier demnächst mal Force Push gelernt haben, können wir hier die Kugel da in den Flipper reinschieben. Aber jetzt geht's erstmal hier weiter. You see that? So. Ach. Ist das ein Krebs oder was? Mit Brüsten? Ja, kann ich das anvisieren? Oder ist das eine Pflanze? Ne, das ist doch ein Viech. Will er jetzt nicht einfach draufschlagen, aber es ist so. Andererseits will ich es doch. Okay. Da bin ich selber schuld. Okay, dann draufschlägt, explodiert's. Ein sehr wirksamer Verteidigungsmechanismus. Ja, das ist. Sowas ist nett. Aber bringt jetzt auch nicht so viel. Ach, der Wind kommt aus dieser Geschichte raus. Skunkus. Da gucke ich jetzt aber doch mal nach, was das ist. Hässlich ist es. Okay, die Dinger verteidigen sich, indem sie explodieren. Und jetzt? Ach, ich kann auch einfach da vorbeigehen. Okay, ja, jetzt bin ich der Depp. Gut. Wenn wir nichts gesagt haben, beziehungsweise halt auch nicht so gut. Das war etwas Overkill. Gut. Nun also was. Ja, diese Kugel, ich weiß schon, ich muss sie schubsen, aber ich kann es noch nicht. Aha. Das sieht sehr appetitlich aus. Ich muss mal gerade gucken. Ja, dann schmeißt man die Kugel da rein, dann geht das ganze Ding hoch. Ich weiß, ich weiß. Was ist hier noch? Komme ich da von der anderen Seite ran? Oder kann ich das durchhauen? Also eigentlich muss man da mit dem Lichtschwert hier alles durchmoschen können. Aber naja. Das ist halt eins von diesen besonderen Lichtschwertern. Das hat mich in Star Wars Spielen immer schon so ein bisschen gestört. Aus den Filmen weiß man ja, dass man mit den Dingern alles kaputt machen kann. Auch so riesen Tore auf so Separatistenschiffen. Aber das ist natürlich für ein Spiel schwer, so umzusetzen. Jetzt wird es dann aber doch mal Zeit, dass ich den Force Push irgendwann mal lerne. Oder sagt mal. Nicht, dass ich nachher irgendwie. Nee. Dass sich das hier in meine Fähigkeiten reingeschlichen hat und ich habe es nicht bemerkt, denn das war jetzt schon so oft. Das ist ein bisschen nervt, dass ich es nicht kann. Okay, das baumelt jetzt darüber. Kann er wieder ausmachen? Ich wollte dran springen. Schaukelt das jetzt für immer? Aha. Warum leuchtet das jetzt? Ach, weil ich es verlangsamen kann. Oh, muss ich wohl auch. Aber Leute, will man das in einem Star Wars Spiel? Ja, Uncharted spielen. So, kann ich es dann auch wieder verlangsamen, wenn ich gerade oben bin? Nee. Auch dann hätte ich es doch nicht gebraucht. Ah, wenn er so guckt, dann sollte es gehen. Oh, zu früh.
ist auch wieder ein Knopf. Oh, speichere ich eben. Das kann man schubsen, das kann man schubsen. Da unten die Kugel kann man schubsen. Und den Knopf kann man drücken. Das ist ja wieder nur eine Einbahnstraße. Ja, ich wollte es mal ausprobieren. Also das ist mein einziger Trost, dass in diesen Vasen hier nichts drin ist. Man die nicht auch noch alle zerhämmern muss. Gut, dann machen wir hier wieder Windmaschine an oder was passiert ist? Ja. Da unten. Das ist vielleicht endlich mal ein Gegner, hä? Da oben ist ein Überhoben. Oh! Okay. Mache ich den Schaden? Ja. Gut. Aber ja, gut, das haben wir kommen sehen. Flupdidoo. Scanning again? Da gucke ich mir den Text vielleicht doch mal an. What'd you find? Tomb Guardian. Was lerne ich über den? Ach, man kann diesen Power Core da irgendwie rausnehmen. Vielleicht mit Pull dann irgendwann? Oder Push? Mal schauen. Jetzt kann er natürlich auch gleich dann wieder speichern praktisch. Und den dann nochmal killen. Auf jeden Fall gibt es, glaube ich, Sinn jetzt zu meditieren, damit ich hier nochmal meinen Skillpoint einsetzen kann. Und dann kann ich einfach gleich nochmal gegen den kämpfen, nochmal ein paar Skillpunkte machen. So, was gab's denn jetzt hier? Blocken brauchte ich bislang nicht. Brauchte ich auch nicht. Ah, da gibt's so wenig Auswahl jetzt. Das ist ja ganz nett. Da kann ich ja gleich mal den hier nehmen. Sachen treten. Okay. Da habe ich jetzt bis auf diese beiden Dinger einmal mehr länger verlangsamen und besser blocken. Nichts mehr, was ich freischalten kann. Gut, das geht hier bestimmt irgendwie noch weiter, aber man muss ja dem Spieler auch so ein bisschen Ausblick verschaffen. Ich habe jetzt nicht gerestet, weil ich ja auch noch genug Schnaps dabei habe. Und gerade keine Lust habe, den nochmal zu besiegen, auch wenn er jetzt nicht schwer war. Ist da nicht noch irgendwie was zu holen irgendwo? Nee, da muss ich wahrscheinlich erst mal wieder eine Kugel an den Start bringen. Ups, das wird zu knapp. Das ist da. Kann man da eigentlich dann hochklettern? Nee, kann man nicht. Wo ist ich denn hin? Ach, da ist diese schräge Wand. Oh! Vielleicht auch nicht. Die Frage ist, wie lange kann ich das durchziehen? Ach, ich verliere jedes Mal ein bisschen Gesundheit. Und wenn die ganz weg ist, dann bin ich wieder bei dem Meditationspunkt. Okay. Also ein fragwürdiges System. Den ganzen Zepho-Köppe. Gucken wir hier beim Laufen zu. Aha, muss ich jetzt hier gegen den Wind anspringen?
Schauen wir mal. Gut, vielleicht. Okay, der Trick ist, dass man einfach da hochklettern kann, an dieser Stelle. Warum explodiert das Ding nicht, wenn man es braucht? Also bitte, mir wurden epische Lichtschwertduelle versprochen. Nicht so dummes Rumgeklettere und... Ja, was ist jetzt los? Etwas enttäuscht im Moment von diesem Spiel. Erstmal ein paar Stims ballern. Okay, jetzt bläst der Wind hier in alle Richtungen. Das heißt, der dürfte sich eigentlich gar nichts verändern, oder wie? Oder vielleicht doch, okay. Hä, wofür? Dann hätten sie sich das doch gerade sparen können. So, da gucken sie alle. Der kann mir vielleicht den Weg freisprengen, hä? Sehr gut. Speicheln. Vielleicht bin ich auch einfach zu ungeduldig mit diesem Spiel. Aber ich würde halt gerne mehr Story haben. Und weniger God of War Klettereien. Ugh. Guess a lightsaber can't solve everything. Ah, okay, jetzt komme ich rüber. War ich da unten schon? Ja, da war ich schon. Ach, wie lustig. Die reißt jetzt einfach aus dem Boden. Okay. Okay, warum fliegt der mir entgegen, wo alles andere... Ach so, der ist vielleicht von hinten geflogen. Okay. Da steht wieder so einer. Okay, hat er einfach... Granatwerfer dabei. Nein, ich wollte doch den... Genau, den wollte ich doch treffen. Oh, okay, das macht er jetzt eine Weile. Nicht treten. Okay. Der tritt nicht nur, der macht dann auch sowas. Oh, an die Wand ist schlecht. Jetzt muss ich auch mal den erstmal aufgeben. Nimmt der davon Schaden? Das sieht mir nicht so aus. Oh. Stim, hier! Was so, der hat die Pickel angeschossen. Die haben ihn dann gesprengt. So weit springen jetzt. Ja. Es fühlte sich aber wenigstens halbwegs realistisch an, diese Bewegung. Guck nochmal nach, ob da irgendwas steht. Nö, das sind Statuen, hätte ich auch gewusst. Mhm. Das sieht doch hier alles wieder aus nach Zeug, was er irgendwie anfassen kann. Jetzt muss mal wieder was passieren, bitte. Wieder trippy. Du kleine Hippie. Aua.
bröseln also weg, die Teile. Boah. Focus. Ach, die haben auch schon Völkerball gespielt. We stand against it. The force is there to shield us. The obstacles in your path define the path. What stands in the way becomes the way. Now, try again. Ach so, hab ich gar nicht hingezielt. Faster now. Complete the test. Ja, aber was muss ich denn machen, um damit zu zielen? Ich kann ja sonst wo hingucken. Use the force to push the ball. Musst du so grob in die Richtung gucken? Push the ball before it reaches. Ja. Stands in the way, becomes the way. Jetzt kann ich da endlich pushen. Did it. So, soll ich jetzt den ganzen Weg zurücklatschen. Und hier gibt's halt auch gleich da was zu pushen. Das ist aber jetzt wieder eine Abkürzung zurück, oder ist das ein Secret jetzt hier? Schauen wir doch direkt mal. Ja, scheint ja der Hauptweg gewesen zu sein. Kann ich das noch weiter pushen? Aber. Gut, jetzt habe ich es natürlich genau falsch gemacht. Wo ist Randa? Gehst du. Wann kann ich die jetzt. Schubsen, diese Wächter? This guardian was destroyed long ago. Jo. Okay. So, jetzt bin ich aber mal kurz überlegen. Ist ja irgendwie von da. Genau, hier bin ich lang gelaufen. Laufen kann er halt immer noch nicht. Ja, schon zwei Medi-Fähigkeiten gelernt, aber Sprinten, da hat er im Sportunterricht nicht aufgepasst. Oha. Ah. My friend, take a look at the detail on this bark. The distinctive striations. It can only be a Rosha tree from Kashyyyk. It's time to call on an old friend. If the Zepho had contact with Kashyyyk, there is a good chance Chieftain Tarful will know about it. Okay, jetzt bin ich den ganzen Weg hier durchgerannt. Ah, okay. Wenigstens irgendwas. Er reagiert da nicht drauf. Oh. Piep, 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 piep. Ah, okay, jetzt. Okay, das macht es dann aber leicht. Gut, wenn man in die richtige Richtung pushen würde. Pretty hurt. Well done. Aber jetzt mal, ohne Witz, jetzt habe ich mich hier durch den ganzen Scheiß da durchgehangelt. Nur um zu erfahren, dass ich jetzt nach Kashyyyk soll, oder was? Wegen irgendwelcher Bäume. Ach, das ist jetzt hier dieses Grab. Ach, waren das richtig, waren das wirklich so Riesen, oder was? Krass. Auf. Aha. Okay, jetzt kann ich tatsächlich nach Kashyyyk. Das heißt, jetzt habe ich das Ding hier auch erstmal wieder von allen Secrets abgesehen. Abgefrühstückt. Puh. Also wenn jetzt auf Kashyyyk nicht irgendwie ein paar krasse Wookies und krasser Kram passiert, bin ich so ein bisschen entzaubert von diesem Spiel.
Apropos Zaubern, erstmal meditieren. So, ja, nun kann ich offensichtlich wieder zurück zum Schiff. Ich kann aber noch alle Punkte hier ablaufen, bei denen ich irgendwie was hätte pushen können. Das waren auch ewig viele. Komm mal, kann ich das jetzt hier auch nochmal rumpushen? Ja, moink. Oh. Okay, und ist direkt nochmal so ein Guardian. Ah, vielleicht kann ich mit so einer Kugel dann hinten... Oh ja, ist ein bisschen was davon. Ist dem egal. Schade. Ja, macht das einmal noch und dann. Oh, ja, okay. Warum auch immer das nicht ging. Ach, was passiert, wenn ich jetzt die Kugel da rüber schiebe? Ja, ein bisschen noch. Aha. Okay. Guck ich da hin? War ich da schon mal? Oh Mann. Oh, hier gibt es auch nochmal einen Punkt. Kenn ich das hier alles? Hier windet es wohl zu sehr. Bleibt das Ding jetzt da? Wenn es da bleibt, war ich hier schon? Nee, ist auch neu. Wie geht's denn da jetzt hin? Okay, die dicken Kugeln können also so Stangen aufbiegen. So. Leg das da rein. Bringt das was? Ja, nicht so wirklich. Weg! Weiter weg! Ich glaube, das war falsch. Wo ist sie denn jetzt hin? Ach, jetzt ist sie da oben hingeflogen. Ach, mit ein bisschen Schwung. Fliegt die dann da hoch. Okay. Wartet, ah, nicht so weit. Oh, nehme ich mit. Was ist noch passiert? Was ist noch passiert? Ach, die Wand ist aufgegangen. Ja, gut. Jetzt gucken wir erstmal hier weiter. Nee. Das wollte ich machen. Das ist ein riesen Flipper einfach. Kann ich die dann da oben... Ach, das ist diese Baumelkugel von eben. Krieg ich die da ab? Oh, macht laute Sachen kaputt. Ah, ich kann sie in die Richtung pushen.
So, kann denn jetzt noch so eine Kugel? Da kann die Ursprungskugel dann wieder hin. Ach, interessant. Im Kampf kann ich nur begrenzt die Macht einsetzen. Bei Rätseln habe ich unendlich davon. Das erklärt sich auch nicht so gut. Okay, dann müssen wir eine nochmal da oben auf die erste Plattform stellen. Nee, da kann hier eine hochfliegen. Muss dann da irgendwie rein. Dann muss die andere von unten, muss den gleichen Weg nehmen. Also auch wieder da lang. Schmack es darauf. Und dann da hinten rum. Die bewegt sich bestimmt. Oh, okay. Schneller als ich. Oh, da ist sie wieder. Ach, jetzt fährt die immer im Kreis. Und dass ich was machen muss. Interessant. So, und jetzt kommt das Ding hier gleich vorbeigefahren. Wo kommt es? Da kommt es dann raus. Halleluja, Ding Dong. Oh! Hier gewinnen. Ah, okay. Und jetzt sind wir hier bei der Abkürzung. So, und dann die da runter. Ja, ist halt Tomb Raider und Uncharted mit einer hässlichen Lara Croft. What did you find? The Zephyr went to Kashyyyk. Cordova mentioned someone named Tarful. A Wookiee chieftain. They were old friends. Think he's still around? There's only one way to find out. We have to go to Kashyyyk. So, jetzt sind wir wieder oben. Ja, auf diese Mühlen erstmal meditieren. Und da unten ist auch wieder neue Kundschaft. Did we just open the way for the Empire? Boop, boop, boop. Fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Was ist das denn? Not sure what that was. Kann man die jetzt immer so besiegen? Oh, das ist ja easy. Ach, man kriegt aber keine Erfahrungspunkte, wenn man die in den Tod schubst. Ich komme mal hochgehüpft zu dir. Gut auch, wie die Kollegen gar nicht mitbekommen, was hier gerade so passiert. What'd you find? Ah, eine Kiste. Ja, ja gut, hier gab es ja auch lauter Bereiche, die ich umschubsen kann. Ja, bemerkt mich hier auch nicht. Nö. Aha. Skill Point. Spare ich mir aber gerade. Beziehungsweise gehe ich deshalb nicht extra meditieren. Erstmal noch ein bisschen Leute umhauen. Dafür bin ich ja eigentlich hier. Dafür habe ich das Spiel. Na gut, ich habe es nicht gekauft, weil ich eh Origin Access habe. Tritt dir in die Eier. Ui. So, was ist mit dir da nochmal gewesen? Hä? Das ist ein Geräusch. Hurry! So, und jetzt war doch hier irgendwo. Ach, da hinten schießt noch einer rum. Kommst mir gerade recht. Du Eindringling! Komm hier hoch zu dir. Achso, das wollte ich gar nicht. Warten Sie! Gleich bei Ihnen. Na, gleich ist vielleicht auch übertrieben. Hüpp. So, ich denke, da kam ich mal her. Genau, da kam ich hier an. Da waren hier die ganzen Böckchen.
Jetzt mal wieder was zu schubsen. Getting a strange feeling from this one. Ancient Zepho gathered here. I wonder why. Ja, ich frag mich langsam auch, was ich hier eigentlich mache. Da oben ist noch was Zerbrechbares. Ah, da kann man da jetzt mit dem Dampfgebläse hoch. Hüpf. Ja, reicht das? War da da oben, oder? Warum habe ich das schon mal gesehen und komme jetzt nicht mehr ran? Ah, vielleicht auch. Ah ja, okay, ich muss jetzt da hin. Dann hier rüber. Rüber da. Aha! Ja. Ich will das. So will ich das machen, genau. Okay. Ein bisschen später. Ja, ein noch. Oh ne, vielleicht auch nicht. Ach ne. Ich wollte dich kaputt hauen. So. Aber war da unten nicht noch was, was ich aufdrücken kann? Genau. Da hinten. Da kam ich her, genau. Aber das andere wird der Weg zurück sein. Was ist das hier? War ich hier schon? Nee. Continue excavating. I want rare artifacts, not useless trinkets. So, jetzt muss ich mal gerade sicher gehen, dass ich jetzt hier nicht, wenn ich runterrutsche. Okay, dann komme ich in den Bereich, in dem ich schon mal war, schätze ich. Dann nehme ich doch lieber hinten den Weg, den ich mir da gerade eröffnet habe. Der sah dann irgendwie geheimer aus. Aber mittlerweile überhaupt kein Vertrauen mehr daran, dass die Wegplanung natürlich ist in diesem Spiel. Deshalb. Wow. Oh nein! Gleiches Ding. Gibt's hier irgendwas? Das ist doch mal eine Secret Area hier. Was kann ich jetzt damit machen? Moment, wenn ich jetzt da, dreh ich mal dahin, ich da runterrutsche, dann komme ich unten an, wo ich schon mal war. Sollte ich vielleicht doch lieber den... Oh, Spiel, ey! Dann probiere ich es eben doch hier drüben. Hui. Vielleicht gehen die auch beide, kommen die beide an der... gleiche Stelle wieder raus. Oh, einfach nochmal. Winter Games hier. Und jetzt? Ach, okay. Glaube nicht, dass ich nochmal nach da oben komme. Oh. So, und jetzt habe ich komplett diesen anderen Secret-Bereich da oben verloren. Okay, ich meditiere. Während meiner Meditation bin ich zu dem Schluss gekommen, dass jetzt in diesem Spiel und insbesondere in dieser Folge dringend noch irgendwas Entscheidendes passieren muss. Sonst war das jetzt wirklich nur dummes Rumgeklettere. Da oben dieser Eisbereich. Das sieht mir doch so aus, als müsste hier was passieren. Oh, passiert eben da was. Auch gut. Ja, endlich mal. Endlich mal ein bisschen Action hier. Komm, hau so. Oh. Okay. Okay, ja.
Okay. Huh? Aha. Da hat mir das Spiel doch schnell nochmal den Gefallen getan. Denn ihr habt es bestimmt gemerkt, ich habe mir Jedi Fallen Order geradliniger, actionlastiger vorgestellt und weniger jump'n'runnig. Grundsätzlich finde ich das ja gar nicht schlimm. Ich habe God of War auch sehr gerne gespielt. Ich habe dann nur immer die Sorge, dass ihr euch da draußen eben langweilt, weil dieses ganze Backtracking und Geheimnisse suchen ja für die Story völlig irrelevant ist. Das alles rauszuschneiden ist zwar möglich, aber das dauert dann doch ziemlich lange. Also für ein Let's Play bin ich da ganz schön lange beschäftigt. Das heißt jetzt für mich, ich möchte es dann doch euch zuliebe, weil viele gesagt haben, ich würde es gerne weiterschauen, doch so machen, dass ich die Längen rausschneide. Das macht es aber alles so schnittaufwendig, dass ich jetzt nicht mehr jeden Tag eine Folge bringen kann. Zumal ich ja eigentlich als nächstes mal wieder ein Battlefield-Tutorial bringen wollte. Und da möchte ich euch natürlich auch nicht noch länger warten lassen. Das heißt, es geht weiter mit Fallen Order, weil ich es ja eh auch spiele, aber dann eben in unregelmäßigen Abständen. Dafür gibt es dann aber auch dann eben diese Xbox Game Cards zu gewinnen. Ich hoffe, das ist ein guter Kompromiss. Wenn es Mist ist, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich auch wie immer über neue Abos und Daumen nach oben, denn ihr seid da die Besten. Und ich bin der Fabian. Bis dann. Ciao.